Hallo, ja, ein altes Outfit und so weiter, ich weiß, aber ich hatte tatsächlich heute mehrere Päckchen gekriegt und dachte mir, dann setze ich mich jetzt vor die Kamera und mache das. Achtet nicht auf dieses unordentliche Etwas hinter mir. Ich wusste echt nicht, wohin mit dem Kram, weil dazu kommt ja auch, wir sind so mitten im Umzugsflair, wenn man das schon so nennen kann. Und hier stehen auch schon Boxen und so weiter rum. Deswegen, ich habe mir gerade so eine eigene Burg gebaut. So, ich habe das Päckchen von der lieben Michelle, genau, so Michelle heißt sie auch. Ich habe nämlich ein Duft-Trash-Päckchen quasi gemacht. Das ist, also Michelle kennt ihr vielleicht, wenn ihr Kerzenliebhaber seid, von Instagram. Ich werde euch den Instagram-Namen von ihr auf jeden Fall in der Infobox verlinken, weil ich, ja, ich habe immer, finde ich ihre Fotos toll bei Instagram. Schon seit Ewigkeiten, gefühlten Ewigkeiten zumindest für mich. Und sie abonniert mich, ich sehe und wir. Ja, und dann irgendwann meinte sie, soll man nicht einfach mal tauschen? Einfach so, so und so viel. Ich glaube, wir haben gesagt 600, 700 Gramm, glaube ich. Ja. Und normalerweise Österreich ist ja immer so relativ teuer, der Versand. Aber ich habe da eine Ausnahme gemacht, hatte voll Bock drauf und wollte jetzt mit euch zusammen dieses Päckchen auspacken. Und sie hat geschrieben: Liebe Miss Curly Jen, ich hoffe, die Düfte werden dir alle gefallen. Es sind auch ein paar Lieblinge von mir enthalten. Ein bisschen Tee gibt es für den kuscheligen Abend zu zweit noch dazu. Ich freue mich jetzt schon, falls du dieses Trash-Päckchen filmst. Wie du auf die Düfte reagierst. Natürlich. Ich brauche doch immer Mat Videomaterial für euch und dann sind so Päckchen doch perfekt dafür. Ja, und du hast mir Tee hast mir tatsächlich dabei gelegt. Und zwar englische Rose, das ist cool. Ich stehe total auf Rosenduft. Rosentee sogar. Ich bin total Rose. Ja, doch, das werde ich. Ich guck mal, ich habe noch diese komischen Beutel, habe ich irgendwo noch. Grüner Tee, Zitrone und Ingwer-Zitrone. Yummy. Wird schon, wird schon. So. Du hast mir da zugelegt. Lieblingszeit Badeessenz. Mit Kirschblüte und Reiskeimöl. Okay, doch, finde ich schön. Wird verwendet. So, dann hast du hier zwei Votive. Zumindest sehe ich das auf Anhieb. Und zwar True Rose. Und Relaxing. Achso, das ist einfach nur Rose. Ich kenne das gar nicht. Diese auf jeden Fall 1A finde ich super. Und True Rose. Oh, das ist so ein toller Duft. Irgendwann landet der auch noch als Glas bei mir. So. Viva Havana kenne ich, habe ich noch eine Kerze von. Der geht leider aus dem Standardsortiment. Also Leute, wenn ihr da noch Bock drauf habt auf diesen Mega-Duft, ich weiß nicht, warum man sowas aus dem Standardsortiment nehmen muss, dann holt euch den, weil der riecht für mich wirklich nach Urlaub. So an einem Abend, ihr seid halt, ich sage jetzt einfach mal, im Hotel, ihr seid fertig mit eurer Halbpension oder All-Inclusive, ihr habt gefuttert, euer Magen ist voll. Ihr geht an der Strandpromenade entlang. Es ist richtig warm und es duftet so nach Sommer, nach so verschiedenen Blüten und nach Holzkohlegrill. Ganz bescheuert, ja, ich weiß. Aber für mich, es riecht wirklich so, als würde man dann an Restaurants vorbeigehen, wo man draußen zum Beispiel Fisch grillt. So riecht das. Also nicht nach Fisch, aber nach diesem Holzkohlegrill. So, dann hast du also von Scentsy mir ein paar so Duftproben. Sehe jetzt auf Anhieb, sehe ich Vieh. Vier, genau. Ah, das ist gar nicht, das ist nicht Scentsy, das ist Scentsy. Dann drei, okay. Disney's Mulan, weil Scentsy hatte mal so Disney, wie nennt man das? So eine Edition kam raus und da haben wir zum Beispiel Mulan. True to your heart heißt das wohl. Riecht gut. Hat auch was Rosiges wieder. Ja, aber mehr kann ich euch wahrscheinlich sagen, wenn ich das mal verdüftel. Dann haben wir hier Cinderella. Happily Ever After heißt der. Ja, der ist schön. Sehr zart, aber sehr schön. Ich weiß, ich kann euch aber blumig. Ja, so frische Wäsche. Ja. Disney Just Keep Swimming. Das ist wahrscheinlich Ariel, gehe ich mal von aus. Ja, und der ist sehr aquatisch. Das ist ein Badezimmerduft. So. Ach. Ja, genau. Und das hier ist, ach so, da steht zwar Scentsy auf diesem Ding drauf, ist aber von Pristine Waters. Oder heißt der so? Von Scentsy Pristine Waters? Bestimmt. Weil, guckt mal, hier drauf steht Scentsy. Auch wieder so ein Badezimmerduft. Schön. Ja, doch. Gefällt mir auch. So.
Serengeti Sunset, ein halbes quasi Tart. Habe ich letztens, habe ich da vorne auch noch liegen, habe ich letztens in einem Duftpaket, ich glaube von Michel, auch einer Michel, habe ich bekommen und der ist echt schön. Geht übrigens auch aus dem Standardsortiment. Ja. So, dann haben wir hier ein paar Tarts und das hier, da steht Winterglow drauf. Ich denke mal, das Etikettchen war ab. Ach, hier steht drauf, du hast gesagt, du magst Kuscheldüfte. Dies ist einer meiner liebsten Kuscheldüfte. Echt? Der ist für mich frische Wäsche. Aber schön. Werde ich mal im Schlafzimmer ausprobieren, weil der nicht ganz so beißend frische Wäsche ist. Babypowder und Fluffy Towels. Fluffy Towels wird weiter wandern. Ja, wohl. Den kann ich ja irgendwann mal im Gäste-WC düfteln. Weil der ist schon so ein kratziger frische Wäsche-Duft für mich. Und Babypowder ist dasselbe. Babypowder ist von Yankee Candle die einzige Babypowder Duftrichtung bisher, die ich nicht so gerne mag. Zumindest als Glas nicht. Also ich würde mir davon kein Glas kaufen. So. Aber als Tat, um Gottes Willen, ekelhaft finde ich den auch nicht. Dann haben wir hier noch All is Bright. Das ist für mich einer der Kerzen gewesen, wo ich tatsächlich vorstand, daran gerochen habe und gedacht habe, gibt man hier Geld für nichts aus, weil für mich riecht der wirklich so zart nach Champagner und was Spritzigen, dass der für mich nicht wahrnehmbar sein wird. Autumn Night habe ich selber noch selbst gegossene Melz von, weil ich mir die eingeschmolzen habe, weil ich den als Kerze nicht wahrgenommen habe. Dabei finde ich den richtig genial eigentlich. Wenn man auf Herren, also auf maskuline Düfte steht, und das tue ich normalerweise nicht, dann ist der mega eventuell. Aber für alle, die so eigentlich eher so nicht abgeneigt von gut riechenden Männern ist, aber nicht wirklich auf diese maskulinen Düfte steht, da könnte man den trotzdem noch vielleicht einem gefallen, weil kennt ihr das Parfum von Dior Fahrenheit für Männer? So riecht er nämlich. Ist einer meiner liebsten Sommerdüfte. Ich hoffe, er versüßt dir den Abend. Der ist wirklich toll. Natürlich wird er das. Natürlich. So, dann auch noch zwei. Und dann haben wir noch Vibrant Saffron. Super guter Duft, wirklich. Ich finde den klasse. Ist so ein bisschen, ja, ich hatte das schon mal gesagt. Der hat für mich so ein bisschen was wie Moroccan Argan Oil und mit so einer orangigen Note. Finde ich super. Und dann Garden Sweet Pea. Also mein liebster Blumenduft. Und er geht auch aus dem Standardsortiment. Also ich habe mir davon noch eine... Goodbye. Ich habe mir davon noch eine Kerze gegönnt tatsächlich letztens. So, dann nochmal zwei. Das ist einmal Coastal Living. Davon habe ich letztens... Er war im anderen Trash-Päckchen. Habe ich auch selbst gegossene Melz von gekriegt. Das ist ein sehr aquatischer Duft. Passt auch schön ins Badezimmer. Und Bundle Up ist auch ein Kandidat, der aus dem Standardsortiment geht dieses Jahr. Oder ist der rausgegangen? Der ist rausgegangen. Also es gibt ihn dieses Jahr noch quasi, ihr könnt ihn noch kaufen. So Reste. Aber zu Weihnachten gibt es den zum Beispiel nicht mehr. Das ist von Yankee Candle, Bundle Up. Und ich finde, das ist ein total geiler Pinien-Räuchermännlein-Duft. Ich finde den ganz toll. Ja, finde ich cool, dass du mir den nochmal geschickt hast. So, und dann sehe ich ein Glas, denke ich. Ach, du hast... Ach, hier ist noch ein Tee. Grüner Tee Jasmin. So, und hier ist eine Kerze, gehe ich mal ganz stark von aus. Diese Dinge hier werde ich behalten. Wie gesagt, Umzug steht bevor und sowas kann ich da gut gebrauchen. Was ist das denn Schönes? Das tun wir mal dahin. Yankee Candle Misty Mountain. Guckt mal, wie schick das ist. Das ist bestimmt ein Pilar oder wie man das nennt. Wie sieht das denn aus? Oh, das hier riecht aber gut. Das war auch männlich, aber das riecht gut. Lässt man die hier so da drin? Das ist sehr schick. Dankeschön. Das ist ja cool. Steht da irgendwo noch drauf? Nee. Sehr cool. Guckt mal, wie schick. Da freue ich mich ja drauf. Danke sehr. Und dann ist nämlich noch eine Kerze, denke ich mal, weil hier ist noch so was etwas Größeres. Und das scheint auch eine Yankee zu sein. Okay, Entschuldigung. Den Duft mag ich leider nicht mehr. Aber dann werde ich diese hier halt weitergeben. Und zwar ist es nämlich Pink Sands von Yankee. Ich fand den damals super mega geil. Aber irgendwann, ja, wohl fürs Badezimmer kann ich den benutzen. Ja, den werde ich im Badezimmer verbrennen. Ja, weil nur fürs Wohnzimmer oder sowas ist der nicht mehr ganz so angesagt bei mir. Aber so eine kleine Kerze, das werde ich hinkriegen.
So, der Karton ist leer. Ich danke dir, liebe Michelle. Das hat mir voll Spaß gemacht. Voll coole Sachen. Ich freue mich. Vielen Dank dafür. Und ja, auch allen anderen, ne? Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und bis dann. Ciao.